Moin moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's um eine Map von Stupskiesel. Ja, richtig gehört, Stupskiesel ist ein Mapper und Item-Ersteller in Trackmania. Und wer ihn noch nicht kennt, ja, Freunde, da müsst ihr ein bisschen hier euer Gedächtnis, Trackmania-Gedächtnis hinterfragen. Das ist... Nee. Ich war live auf Twitch und der Stupskiesel war im Chat und hat vorgeschlagen, hey, Scotty, hast du mal Bock, eine Map zu fahren? Und dann dachte ich mir, ja, let's go. Come on. Und dann hat er auf einmal das 2 ausgepackt. Ja, das war richtig nice und mich als alter Counter-Strike-Spieler, ja, da konntest du natürlich direkt begeistern. Und deshalb hoffe ich, dass er auch euch begeistern kann und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Also Stupskiesel, ich fände es cool, wenn wir eine Map von dir fahren könnten. Können wir hier irgendwie live irgendwas fahren? So, meine beste Map muss aber offline fahren. Der Texturmod geht nur offline. DE-DAS 2. Nicht dein Ernst, die ist doch Trilux auch schon mal gefahren. Die habe ich bei Trilux mal gesehen. On Stream, glaube ich. Das ist halt auch, da hast du aber wieder richtig was für mich rausgehauen. So, weißt du was, komm, die lade ich mal runter. Ah, Strecke auswählen. Hahaha. Läuft. Dann fahren wir eine Runde. Das. Lol. Das 2. Gönnung, ey. Da hast du den richtigen gefunden, weil ich bin ein absoluter Counter-Strike-Spieler gewesen. Also habe auch in Dingens gespielt. So, wo müssen wir hin? Lang geht's raus. Double Doors. Über T-Spawn. Ah, zu viel gesaved. Vierter bin ich geworden. Oha! Ah, ne, da ich gibt's. Ich war Vierter bis zum letzten Checkpoint und dann habe ich gedacht, ey, ich bin fix drin, aber. Oh, Lord! Dass man da hochfahren kann. Oh. Achso, fährt man lower runter? So, ich habe CSGO noch nie gemocht. Aber Hauptsache die Map, Map gebaut. Wie kamst du drauf, die Map zu bauen? Ja, erstmal Handicap Glückwunsch, ne? Oh, halt. Ah. Ein bisschen Mitte hoch. Map hat ja einen langen Status. Ja, auf jeden Fall. Hä, wo müssen wir denn hin? Ach, über Short dann, oder was? U-Turn über Short? Okay. Was ist denn das für eine Hieroglyphensprache, die du da verwendest? Counter-Strike. Ich kenne nur den Spruch ab durch die Mitte. Ich glaube, was ihr alle kennt, ist wahrscheinlich rasch B. Ja, das stimmt. So, und dann über den CT-Spawn unten rein. Was ist das Ziel, oder was? Und B. Ah, ne, da müssen wir noch auf B drauf. Ne, B steht. Banane gibt's auf Inferno, nicht auf das 2. Ah, ja. Ja, also. So, und. Dann steht B wahrscheinlich für Bobsleigh. Ich weiß nicht. Das Blöde ist, man sieht leider nicht, wo man praktisch hinfahren muss. Oder muss ich da rein? Lull. Hier hoch. Wo muss ich denn dann hin, wenn ich auf B bin? Oder einfach nur in die Double Door hier rein? So. Du musst dein Auto entweder auf A oder B hochjagen. Ach, guck mal da! Da gibt's eine Secret Door! Lull! Du brauchst noch einen CP. Okay, ja, jetzt will ich. Dann versuchen wir mal hochzuhalten. So, jetzt wissen wir ungefähr, wo es lang geht. Also lang aus dem Pit raus. Nach links. Durch die Doors. Über den T-Spawn. Da können wir gleich jumpen. Ab in die Cutters rein. Nicht vor die Wand fahren am besten. Lower rein. Ja. Glückwunsch, Nico. Da bist du schön gegen die Wand gefahren. So, dann top mit hoch. Über Short. Dann hier rein, über CT runter.
Hier rein, auf B, durch die DOS. Die sind ja mittlerweile sogar richtig rum. Die waren mal andersrum. Ich weiß nicht, wie lang die Map her ist, die du da gebaut hast. Oder wann du die gebaut hast. So. Oha, Bronzemedaille. 59,6 ist Autorentime. Holy guacamole, ey. Fährt eigentlich Autorentime der Ersteller der Map? Oder... Im Regelfall schon, ja. Okay. Das ist quasi... Man muss natürlich prüfen, ob die Map auch quasi... Ob man ins Ziel kommen kann. Ja. Sonst könnte man ja irgendwas bauen. Ja, klar. Und da kann man dann so oft probieren, wie man will, die Autozeit zu fahren. Es gibt aber so Tricks, wo manchmal die Autozeit dann der andere fährt, indem man sich die Dateien hin und her schiebt. Okay. Aber technisch gesehen... ist es dann der Map-Ersteller. Ich weiß nicht, ob es einen... Wird der dann als Map-Ersteller angezeigt? Ich weiß nicht, ob es da irgendeinen Trick gibt. Das mag durchaus sein. Push! Push! Ja, ja, Zwielicht. Let's go! Chat, ja. Wir haben es direkt, Autorenzeit. Let's go! Nice! 58,3, da geht aber noch einiges auf jeden Fall. So. Aber um AT zu bekommen, musst du definitiv einen Bugslide bei A machen. Ja... AT ist meine Zeit. Naja. Ich glaube, die bin ich auch ohne Bugslide gerade gefahren, oder? Bugslide kann ich nämlich, glaube ich, nicht. Ja, so. Kiesel hat da irgendwelche Hacks. Naja. Die er dann einsetzt. Und dann kannst du eigentlich auch eine Map auf Knopfdruck Track of the Day machen. Tools, Entschuldigung. So. Da ich das falsche Synonym verwende. Und? Wir brauchen keinen Bugslide hier und werden trotzdem nochmal die Zeit knacken. Na, wir sind 2,2 Sekunden vorne dran gewesen. Let's go! Zack, 55,1. Hört sich gut an. Sehr geil. Auf jeden Fall geile Map. Keine Hex-Tools. Hast du noch eine Map? Komm, hau raus. Ich hab Bock. Mach doch wenigstens Weltrekord. Was? Oh, okay. Sag an, was ist Weltrekord? 46,594? Komm, wir gucken mal, ob wir unter 50 kommen. Zwei Versuche machen wir noch. Genau, und dann gehen wir auf die nächste Strecke da. Wallrider hat ja auch einen Bugslide, was ich weiß. So, das war gar nicht schlecht, glaube ich. Oh, trotzdem ist 600stel hinten dran. Oh lol, ich hab's geschafft. Oha, das hatte ich jetzt gar nicht erwartet. Ja, genau. Genau so. Oh, dann geht das. Ja, ich glaube. Also eigentlich hier im Channel ready jetzt, oder? Ich glaube, das schaffe ich nicht. Also Weltrekord schaffe ich nicht. Nee, also Weltrekord ist nicht drin, aber auf jeden Fall geile Strecke, Stupskiesel. Feier ich. Let's go! Zack, 55,1. Nice, hört sich gut an. Sehr geil.